Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 2, das Remake. Wir sind, ja, hart am Limit, würde ich es mal nennen, und hart am Arsch. Beides sozusagen. Ich starte den Part hier auch ziemlich unromantisch im Blick auf die... Das Ding stirbt nicht. Im Blick auf meine Itemkiste, weil wir schon wieder Besuch kriegen. Und zwar, er stirbt halt nicht. Beziehungsweise, gut, das ist nichts, was wir noch nicht wussten, aber er ist halt nicht klein zu kriegen. Und ziemlich schnell, wenn ihr mich fragt. Deswegen müssen wir hier mal ganz flott uns ein bisschen beeilen. Ich habe mir gerade das Zahnrad aus der Kiste geklaut, wie ihr gesehen habt. Und wir werden okay, ihr habt mir letztes Mal erzählt, dass er Leute, ich rede gleich, wenn ich denken kann. Okay. Also, wir haben unseren geliebten Verfolger hier, Mr. X. Manche nennen ihn Tyrant. Ich nenne ihn aus alter Manier noch Mr. X. Ist der jetzt hier drin? Der ist jetzt hier reingekommen, ne? Oh, da brennt's. Ist der jetzt hier drin? Okay, Leute. Puh. Ich muss kurz mal... Ey, es geht schon wieder so los, ne? Okay. Hallöchen zum neuen Part, den ich tatsächlich ganz tagesaktuell aufnehme. War das gerade die Tür? Also war das... Also in-game, nicht hier. What the fuck? Nee, das Spiel ist angehalten, wenn ich jetzt... Nee, Leon bewegt sich ja noch. Nee, bewegt er sich nicht. Okay, ich mach trotzdem. So, wir sind ganz tagesaktuell, heute ist Samstag. Ich nehme den Part für heute, nehme ich jetzt gerade früh auf, tatsächlich. Was ein bisschen doof ist, weil, ja, die Sonne hier bei mir so schön über meinen Balkon scheint und in mein Fenster, sodass ich hier alles dunkel machen musste. Was jetzt aber der Vorteil ist, ich kann endlich mal drauf eingehen, was ihr mir die ganze Zeit so Schönes schreibt und die tollen Tipps, die ihr mir gebt. Und ja gut, 80% der Kommentare freuen sich mehr darüber, dass ich hier so leide. Aber hey, damit können wir leben. Also ich muss ja, ne? Und ihr habt mir sehr, sehr viele nützliche Kommentare geschrieben. Zum Beispiel, dass der nette Herr Tyrant, Mr. X, whatever, auf Geräusche reagiert und mir quasi folgt, weil ich Geräusche mache. Weil ich laut bin, weil ich schieße, weil ich irgendwas anderes tue. Ein kleines Zahnrad. Das haben wir da gerade rausgenommen. Das heißt, wir müssen vielleicht das große hier dann reinmachen. Und unten war ja nochmal so eine Apparatur, ne? Kann der Typ mir in den Glockenturm folgen? Leon, sei doch einfach mal still. Alter, macht mich nicht fertig! Okay, die Schritte werden leiser. Hoffe ich. Aber wenn ich das richtig sehe, muss ich hier die Glocke irgendwie läuten. Kann das sein? Kriegt der Typ doch bestimmt nicht mit, wenn ich hier irgendwie... Ich ahnte es. Sieht er meinen Lichtschein? Müsste ja, oder? Wenn der jetzt hier... Ist der jetzt hier drin? Oh Gott, Leute. Ich will das nicht mehr spielen. Also, ja, schon will ich schon, aber... Leon, kannst du nicht einfach mit deinem Arm da durchgreifen? Ich sehe mal, das ist einer von diesen Schaltschrankteilen, ne? Den wir noch brauchen für unseren Schaltschrank.
Und ich dachte gerade, der kommt hier die Treppe hoch. Oh Gott, ey. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Kann ich jetzt unten das Zahnrad rausnehmen und hier oben einsetzen? Geht das? Wenn ich das jetzt da unten rausnehme? Ah, dann steht ja bestimmt Mr. X hinter mir. Ich bin jetzt schon wieder so aus dem Konzept, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich über... Okay, welche Waffe habe ich gerade in der Hand? Okay. Wenn wir die harte Wumme nehmen, brauchen wir 3 Schüsse. Um ihm das Handwerk zu legen. Also ich habe mir in den Kommentaren von euch sagen lassen, dass normale Schritte auch nicht die Lautstärke verursachen, mit denen uns Licker zum Beispiel hören. Und Mr. X. Also vertraue ich einfach mal darauf, dass ihr mir jetzt keinen Quatsch erzählt habt. Ach, können wir hier rein? Ist hier irgendwas Cooles? Wieso kann Leon nicht einfach einmal kurz hochspringen, sich das Teil nehmen? Und, ja gut, ah, es ist Resident Evil, was frage ich? Wir alle kennen die Antwort, ne? Boah, vor allem, was macht der Typ? Der rennt draußen in dem Gang hier genau davor rum, ne? Boah, das ist so zum Kotzen, das gibt's gar nicht, warte mal. Ja, der läuft, oder der läuft in der Bibliothek rum, weil es hört sich so an, als ob es hier so nebenan ist. Hey, hier hinten ist eine Tür? Ach stimmt, die hatte ich ja, hatte ich die aufgemacht beim letzten Mal? Die geht dann hier wieder in den Gang hier. Hä? Ach, keine Ahnung. Das weiß ich doch jetzt nicht. So. Setzen wir mal das Zahnrad hier ein. Jawohl. Jetzt leuchtet, jetzt klingt gleich mega laut die Glocke. Wollen wir wetten? Der Typ kommt, ich krieg einen Herzinfarkt. Regnet das draußen? Cool. Sah zumindest gerade so aus. Ja, es regnet. Boah, voll die Agro-Glocke. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Oh, du wirst davon berichten, Leon. Oh Gott. Kann ich die Taschenlampe auch ausmachen? Mutti! Ich glaube, ab jetzt ist das Spiel nicht mehr als Let's Play geeignet. Zumindest bei mir nicht. Weil ich jetzt vor Angst nichts mehr sagen kann. Aber mein Gott. Ach hey, wir sind auf Warnung. Übrigens, das war tatsächlich ein sehr, sehr guter Hinweis, den ich tatsächlich nicht wusste. Dass es hier eigentlich nur 3 Stufen gibt an Status. Ich dachte, wenn man jetzt zum Beispiel wie bei Birkin, beim Birkin-Kampf habe ich mich so oft geheilt und jetzt im Nachhinein habt ihr recht, es hat keinen Sinn gemacht, sich so oft zu heilen. Da habe ich ein bisschen Heilung verschenkt, weil ich dachte, es gibt hier auch noch einen gelben Status, wie in den alten Teilen, ne? Da ging es immer grün, gelb, orange und dann rot und dann und tot halt, ne? Und ich dachte mir immer, scheiße, der hat mich einmal gehauen, jetzt bin ich von grün schon auf orange, auf Warnung schon runter. Wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, sterbe ich. Denn so habe ich mir das gedacht. Wenn ich jetzt höre, dass es immer nur eine Stufe ist und dass wir rot trotzdem noch kriegen und nicht der einfach rot überspringt und ich dann sofort tot bin, dann lebt es sich für mich in der Hinsicht schon mal leichter, dass ich das jetzt weiß. Das Problem ist, ich kann den Teil, den Mr. X hier auch nicht austänzeln, ne? Wenn der hier langkommt, bin ich erstmal... Na, ich könnte hier um das Ding rumrennen. Ich glaube, diesmal ist er genau vor der Tür. Sobald ich das Teil aufnehme, kommt der doch hier durch, oder? Ich ahne schlimme Dinge, die hier passieren werden. Ich hab gespeichert. Oh, ich hab gespeichert. Oh, ich hab gespeichert. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht speichern. Speichern ist immer nicht gut in diesem Spiel. Also schon, aber nicht so gut wie, ja. Ich hab irgendwie einen Frosch im Hals. Meine Güte. Oh, 10 Minuten schon wieder fast verballert und wir haben schon wieder nicht viel
gerissen gekriegt. Ich muss jetzt mal überlegen, wie komme ich denn jetzt nochmal wieder in den Keller? Ich glaube hier lang, oder die Seite hier. Da, wo das Dach war. Da muss ich irgendwo hin. Ach ja, übrigens, der Kommentar mit, oh, in der Bibliothek habe ich irgendwas liegen lassen? Echt? Übrigens, der Kommentar darüber, der jetzt schon mehrfach fiel, dass man gewisse Schlüssel nur in gewissen Szenarien bekommt. Das ist nett gemeint von euch, dankeschön. So muss ich mir keine Sorgen machen, aber jetzt wurde es mir schon ziemlich direkt gesagt, dass der Herzschlüssel nur bei Claire verfügbar ist und der Kreuzschlüssel, wenn ich mich richtig erinnere, bei Leon. Das ist zum einen sehr nett, weil ich, wie gesagt, mir jetzt keinen Kopf drum machen muss, dass ich irgendwie was verpasst habe oder so. Aber auf der anderen Seite ist schon hart am Spoilern, ne? Aber ist schon okay. Oh, fuck, der ist ja hier oben! Oh, die Flitzpiepe hier den Gang patrouilliert, oder was? Ah. Kann ich hinten rum? Nee, kann ich nicht. Na, danke. Nee, wir machen das... Ich würde gerne mal wissen, was ich hier verpasst habe. Also, hier muss ja irgendwo was liegen, was ich nicht aufgesammelt habe, oder? Ist hier irgendwo was? Weil laut Karte ist... Oh! Hier liegt Munition? Was zum... Wo? Da liegt Munition, jawohl! Die Zeit nehmen wir uns. Oh, shit. Mach's gut! Okay, Leute. Ich habe das Gefühl, wir sollten einmal speichern. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir sollten so schnell wegrennen, wie es nur geht. Boah. Okay. Ach, hier sind wir. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hier lang? Aber wir können ja mal ganz kurz... Hier lang... Hier irgendwie? Nee. Genau, so. Ach nee, hier sind wir ja abgestürzt quasi. Hä? Hat hier wer eine... Achso, ich wollte gerade sagen, hat hier wer eine neue Leiter hingemacht? Das ist ja voll nicht glaubhaft. Das ist ja voll unrealistisch. Ich gehe hier mal ganz kurz speichern. Ich bin gerade, ich möchte gerade unbedingt speichern und das, unseren Fortschritt quasi sichern. Lagen die schon immer hier? Na gut. Okay, habe ich noch irgendwas Sinnloses im Inventar? Hm. Ich verstau mal das. Ich will ehrlich gesagt die Pulver auch nicht unbedingt zurücklassen in der Kiste, weil wer weiß, wann wir sie brauchen. Okay. Wir machen mal hier. Speicherstand. Mir wurde auch geraten, dass man ab irgendeinem Punkt nicht mehr zurück kann zum Polizeirevier und deswegen dann irgendwann den Speicherstand mal auf einen Bereich beschränken sollte, auf einen Slot, also einen neuen Slot anlegen sollte. Da werde ich mich auf jeden Fall dran halten. Vielen Dank dafür. Jetzt muss ich bloß den Punkt rausfinden, an dem das so ist. Ich muss gerade überlegen, wie kommen wir denn jetzt wieder in die untere Etage. Wie kommen wir denn jetzt da wieder hin? Wäre ja dann eigentlich... Ne, klar, wäre hier dieser Gang lang, ne, den wir jetzt betreten quasi. Wir laufen den einmal komplett. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen vorhin. Wenn uns hier Mr. X jetzt entgegenkommt, ne, wäre sehr ungünstig. Hat der mich jetzt gehört?
Wenn ich normal gehe, dürfte der mich nicht hören, ne? Das war doch irgendwie der Deal von dem ganzen Scheiß. Und wenn ich schieße, hört er mich auch. Wir müssen hier nach oben, war's, ne? Oder war das oben? Ich habe ein bisschen Orientierungsprobleme gerade. Nee, ist falsch, ne? Oh Gott, das wird schon wieder so ein Suchpart. Ist ja furchtbar. Hör mir auf. Da ist der Herzschlüssel, da kann nur Claire rein. Nee, wir müssen ganz runter. Scheiße, wir müssen runter. Ja klar, das Polizeirevier war ja unten. Der Keller war ja unten. Ach, wir suchen mal den Keller oben auf dem Dachboden. Da wird er bestimmt irgendwo sein. Ja, ja, ja. Die gute alte Logik. Gegen die Logik ist kein Kraut gewachsen. Hä, kommt der mir jetzt von unten entgegen? Hä? Wir sind falsch. Wir sind falsch. Oh, wir sind falsch. Nein. Muss ich denn hier hin, verdammte Axt? Marvin! Tu doch mal was. Wo ist der überhaupt? Ah, da steht er ja. Okay, nee. Oh. Ich habe gelesen, dass ihr unter meinen aktuellen Part runtergeschrieben habt, dass einige von euch den Typen schon eher getriggert haben. Oh, mein Beileid, ey. Wenn ich den schon die ganze Zeit am Arsch gehabt hätte, ich würde ja durchdrehen. Oh, schön. Oh, das ist echt bitter. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr bitter ist. Oh, hier ist die Treppe, oder? Heizraum. Presseraum, aber hier geht's nicht durch. Fuck, muss ich etwa doch hoch? Hä? Okay, ich bin überfordert. Warte mal, Dach? Aber das ist ja dann so eine andere... Nee, Heizraum ist ja Quatsch, weil Heizraum ist ja der, wo wir gerade gespeichert haben. Genau. Oh. Wie kommen wir in den Keller? Transformatorraum. Schießschein, wo war denn jetzt hier der Keller? Aber es ist doch hier der... Die Treppe, aber die führt ja da gar nicht hin. Die führt ja... Oder ist es dann die Treppe hier? Da am Pausenraum? Ja klar, die Treppe brauchen wir. Jetzt müssen wir bloß rausfinden, wie wir zu der kommen. Ah, wir waren schon richtig. Ich hätte bloß durch den Raum der Wache, durch das Ding gehen müssen und dann hinten durch. Ah, okay. Wir laufen wieder zurück. Wir laufen wieder zurück. Vielleicht muss ich ihn nochmal niederbrezen, wenn er uns nochmal in die Quere kommt. Das kann passieren. Leon hat sich jetzt irgendwie angewöhnt, immer zu rennen. Okay. Genau, hier müssen wir rein. Oh. Wee. Ah! Oh. Boah. Alter. Okay. Alles klar. War schön mit euch. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Das... Ey, hoffentlich überlebe ich das. Oh ich gehe da nicht wieder raus. Kacke. Ich werde die anderen Zombies verpetzen, die mir jetzt, wo ich bin. Aber vor allem, wenn wir jetzt wieder runtergehen, dann sind ja da wieder die Hunde. Ach, so eine Scheiße hier. Ach, leck mich hart. Das gibt es nicht. Wir brauchen bestimmt noch mehr Platz im Inventar. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Wir haben überhaupt keine Shotgun-Ammo. Aber ich will die auch nicht wegpacken, die Shotgun. Das hier, ich habe das mal getestet, das macht ja eine große Menge an Schießpulver, wie da unten auch schon eigentlich steht. Doppelte Menge. Ich hoffe, dass ich das vielleicht
hier mit einem Pulver für Shotgun-Munition kombinieren kann. Das wäre sehr gut. Ich pack mal eins weg. Wir haben jetzt nur die MAG. Die ist das eine Magnum oder ja, ne? Ein Graut haben wir. Wie traurig. Aber. So, warte mal. Ich möchte nicht, dass der wieder das Messer in alles reinrammt, was man ihm so zeigt. Wozu kann man hier eigentlich das Licht ausschalten? Hat das irgendeine Bewandtnis? Müsste ich dann irgendetwas sehen, was ich sonst nicht sehe? Naja, gut. Wir laden mal die Waffe nach. Sicher ist sicher. Steht der jetzt hier genau vor der Türe? Wir rennen. You, hat der You gesagt? You! Okay, danke, tschüss. Oh, hier die Streifen vom Licht und die Wände. Oh Gott, wie das aussieht. Immer noch, weil euer Monitor nicht richtig eingestellt ist. Okay, wo muss ich hier hin? Wo ist denn dieser Schaltschrank nochmal gewesen? Hier vorne ist dieses Kartenleseding. Hier hinten bei den Zellen, ne, war das. Genau, wir müssen einmal durch die Tiefgarage und hinten links an den Hundis vorbei. So, Hundis, hallo, ihr Süßen, da bin ich wieder, ja, ja. Ist der gerade über die Karre rüber? Jetzt bin ich auf... Oha. Nein, wir sterben hier nicht, das ist so nicht gedacht. Das steht nicht im Skript, dass ich sterbe. Wir laufen einfach Schränkelinien. Das hat in den alten Parts immer geklappt, das klappt hier auch. So. Wunderbar. Bin ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. Wen interessiert's? Nee. Ah doch. Juhu. Okay. Mit unseren letzten Kräften nutzen wir den... Oh, ist das hier so verkacktes Rätsel? Oh. Mhm. 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 Aha. Mhm. Hm. Müssen wir mal wieder irgendwas miteinander verbinden, damit das total viel Sinn macht? Was muss ich hier drücken, um Kurzschluss auszulösen? Also ich drücke hier gerade nur wild irgendwelche Tasten hin und her, ne? Ist euch hoffentlich klar. Okay, wahrscheinlich müssen wir die beiden Leuchtenden mit dem hier Empfangenden sozusagen, also ich nehme an, dass zum Lilanen muss es hingeleitet werden, die beiden. Damit das irgendwie einen Sinn fürs Leben macht und so, ne? Hm. Und dann haben wir hier quasi verschiedene Möglichkeiten, um das professionell zu bewerkstelligen. Ich bin ein Talent. Ich nehme mal die fette Knarre. Okay, immer zuerst Bens Notiz lesen und danach ins Klo gucken. Das ist wichtig. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ach nee, Ben, echt? Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe. Von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier umherwandert. Die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Wenn wir uns einfach als Wissenschaftler tarnen, so einen Kittel umhängen und sagen, hallo, ich bin hier der Rechnungsprüfer. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Danke, Ben. Mit den letzten Atemzügen verfluche ich zwar deine Augen rausquillende Todesleiche. Aber was soll's. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist.
Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Oh. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Ah, dieses Interview ist vorbei. Stück. So fühle ich auch immer Interviews. Dieses Interview ist vorbei. Ah! Ein transkribiertes Oh, Leute. Okay. Ja, ich sag dazu nichts. Ach, okay. Ich wollte gerade sagen, transkribiert wäre es, wenn jemand das in Lautschrift, also in Transkript verfasst hätte. Also das aufgeschrieben hätte. In einer bestimmten Form. Das sieht auch ziemlich lustig immer aus, wenn man ein Transkript machen muss. Ich kenne das von meinem Studium, deswegen. Aber da wir hier einen Text haben. Okay, gut. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Achso, das ist das, was die gerade gequatscht haben. Oh, voll krass transkribiert. Geil. Und wir haben die Garagenschlüsselkarte. Das heißt, wir wissen, wo wir hin müssen. Ganz weit weg nach Hause. Hinter was sind die her? Okay. Mir kommt doch jetzt hier bestimmt alles entgegen, was mir entgegen... Sag ich doch. Oh, Mutti! Oh, daneben! Was für ein Opfer! Tschüss! Nein, 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 nein. Scheiße. Bin ich jetzt tot? Oh, bitte nicht, Mr. X, bitte nicht. Ah! Ah! Oh Gott. Oh Gott. Ich komme nicht klar. Nein! Lass mich! Lass mich! Ah. Oh Gott, nein! Ja, Ada! Oh, ich liebe dich, Ada! Du Zuckermaus! Ada. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten, schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich. Wenn ich es gehört habe. Erst nichts hier raus. Oh, Ada! Zieh endlich dein rotes Kleid an und dann heirate uns! Ich nehme mal an, das hier ist der besagte Moment, an dem man vielleicht nicht mehr dann zurückkehren kann. Das sein? Yay, endloser Regen! Muss ich hier noch irgendwas einsammeln? Boah, wie cool ist die? Ich muss warten, bis das aufgeht. Oh, Heilung, Heilung. Oh Gott, ja, Heilung, Heilung. Oh, Regen. Ja, Leon, ist schon hart, ne? Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du, die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Oh, ey, da kommen wir nehmen einfach dieses SWAT-Fahrzeug hier und dann bomben wir alles weg. Ey, da! Oh,
Ui. Kann ich hier runterfallen? Nee, schade. Oh, Ada hat uns jetzt aber ernsthaft hart den Arsch gerettet. Das wäre... Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Das wäre sonst ganz fies ausgegangen. Ach, Ada. Und sie kann auch Schlösser knacken. Oh. Leon, eine bessere wirst du nicht finden. Los, ran. Es wird Chaos. Ach, sie hat auch noch einen Sinn für Ordnung. Ist das hier das Ada sucht einen Mann Werbevideo? Okay, das macht jetzt aber keinen Sinn. Was hockt die denn da? Naja, gut. Oh! Oh, ist heute schon Weihnachten? Das kann man doch bestimmt kombinieren. Ah, die hat jetzt zwei, Und sie hat wieder fast volle Muni. Cool. So, Granaten nehmen wir. Ah, ne, sie hat jetzt mehr Muni, also mehr, Kapazität. Oh Gott, ja. Ja, zu all dem. Ja. Bitte. Gebt mir, werft mir ganz viel in den Rachen. Nicht bewegen. Hey? Ich werde nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Creepy Kind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein, warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Die frisst ihn dann Emma? Schon. Süße, du solltest doch drinbleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Komm hier. Okay? Emma, fass! Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Ha? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Oh. Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Hm. Oh, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es und fand es schon immer etwas komisch an den Resident Evil Teilen an sich, dass die, ja, dass zum Beispiel Leon und Ada sich so schnell so, also er redet mit ihr tatsächlich so, als ob die sich schon länger kennen. Klar, jetzt könnte man sagen, oh, die sind voll, boah, seelenverwandt oder so, irgend so ein Pussy-Scheiß, was man in irgendwelchen widerlichen Frauenfilmen findet. Aber ich finde das irgendwie teilweise, hier ist es
bisschen besser, glaube ich. Aber ich weiß nicht, teilweise ist das ein bisschen komisch. Hab ich jetzt in der Waffe? Achso, hier ist er. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Wir haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Ich meine damit nur, die sind so vertraut. Also er redet mit ihr so, ja, dass du mir das immer nicht sagst oder so. Die haben sich gerade das zweite Mal gesehen. Ne? Also versteht er, was ich meine? Wird das klar? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich bin immer noch so auf Adrenalin von Mr. X. Nee, aber ich finde das teilweise etwas vom Erzählen her etwas komisch gemacht. Aber das ist dann, ja, das ist genau wie mit Claire. Die kennen sich nicht. Und sie haut zu ihm diese Plattitüden hier raus, dieses... Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Oh, bitte, lass den Bitchfight hier drin sein. Oh, bitte, dann ist mein Leben wieder im Reinen. Mit allem. Dann verzeihe ich euch alles. Wenn die Bitch-Slap-Szene drin ist, dann bin ich zu befrieden. Nee, um das nochmal zusammenzufassen. Ich find's auch komisch, dass dann Claire so eine Sachen raushaut zu Leon wie, ey, komm, lass uns das hier gemeinsam durchstehen, ja? Also, das ist auch für eine deutsche Übersetzung. Ich wette, im Englischen ist das nicht annähernd so cringe und so fremdschämen, wie die sich das auf Deutsch anhört. Weil die vor allen Dingen im Deutschen hier auch die Du-Form gleich verwenden. Und ja gut, in der Apokalypse sagt man vielleicht nicht gerade, oh, wir legen jetzt aber Wert auf Höflichkeit. Wir sagen jetzt alle, sie und sind höflich. Nee, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich finde das von der Synchro her, aber gut, das ist Resident Evil. Wenn die Synchro perfekt wäre, dann hätten wir ja nichts mehr zu lachen. Ne, siehe die anderen Teile. Auf jeden Fall, ja, ich mäkel schon wieder etwas auf hohem Niveau. Ich hoffe, dass jetzt bald ein Speicherpunkt kommt, beziehungsweise wir hatten ja schon einen Speicherpunkt, aber die Folge hier wird ansonsten ziemlich lang. Weil ich möchte jetzt eigentlich noch ein... eigentlich wollte ich einen Safe-Raum mit einer Schreibmaschine, wo ich selber abspeichern kann. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Die weiß, dass hier Jumpscares kommen, deswegen schickt die uns zuerst. Ich wollte gerade sagen, folgt sie mir denn wenigstens? Na komm. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Ja, in Amerika ist alles möglich. Scheiße! War das ein Erdbeben? Ja, Leon, das war ein Erdbeben. Gott weiß, was hier unten ist. Wo geht's denn hier lang? Leon, kannst du mal die Taschenlampe rausholen, bitte? Ich sehe nichts. Warte mal, hä? Geht's hier drüben? Also wir haben gerade schon das Unheil, was uns hier eventuell droht, gesehen. Ah, danke. Hierauf habe ich gewartet. Ich wollte einen Safe-Raum haben. So, dann machen wir doch einfach mal den hier. Und dann muss ich den Part beenden bei knapp 40 Minuten. Geil! Ui, irgendwie habe ich... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Part war nicht sehr besonders gut. Aber okay. Macht ja nichts. Nützt ja nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, kann ich mich mit Ada noch richtig schön hinstellen? Oh, Ada. Oh. Ada, kommen wir beide gucken hier durch den Torbogen. Ich sehe dir tief in die Augen und dann ne? Und so. So, warte. Ja, es geht natürlich nicht, weil die blöde Kuh sich nicht positioniert. Oh, okay. Gut, alles klar. Nichtsdestotrotz, ich beende hier den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und Dankeschön für eure ganzen Kommentare und Likes und Klicks und was auch immer. Ich freue mich wirklich sehr, dass Resident Evil wieder auf dem Kanal so super läuft. Also es macht richtig, richtig Spaß, eure Kommentare zu lesen. Ich lache mir dabei ziemlich oft ordentlich einen weg. So wie ihr euch bei den Parts dann dementsprechend, wenn ich mich zu Tode erschrecke. Also ist das wieder so, dann sind wir wieder quitt, wisst ihr? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.